Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Mein Name ist Ogrutz, das hier ist Blood Bowl. Und wir sind am letzten Spieltag angelangt der Season. Und wir müssen noch einen Upgrade machen. Wir hatten, glaube ich, ein Double auf dem Boon. Und hatten überlegt, was wir damit anfangen. Und, was soll ich sagen? Irgendwie. Halt blocken, damit wir einen zweiten Ballträger haben. Das ist zwar schade um den Double, aber ich sehe gerade nichts, was wir mit den Kollegen noch Sinnvolles tun können. So, wir müssen auf jeden Fall wieder ein paar Cheerleader hier sind. So, bis auf 150k und dann... Jo. Jetzt müssen wir die alle einzeln hier wegentlassen. Denn der Kollege Gegner kriegt ja eh schon massig. Der Kislev Zirkus, die Frog Life Hallucinations. Ich schau mal, ob er da ist. Ansonsten würde ich euch später wiederholen. Das Problem ist, er hat keinen Discord. Und die Kommunikation generell gestaltet sich ein wenig... zäh. Was aber auch daran liegt, dass ich dieses komische... neue Widget auf der DBBC Homepage erst eben ans Laufen gekriegt habe. Na gut, scheinbar ist er gerade AFK. Ich hole euch wieder dazu, wenn es passt. So, da sind wir wieder. Du nimmst dann einen Laufenden, möchtest du jetzt wieder annehmen? Ja, möchte ich. Was auch immer da passiert ist, ich denke mal, die Aufnahme wird Brack sein. Denn das war einfach beim Beenden des Zuges ein Bluescreen. Also muss von Blood Bowl verursacht worden sein, denn es ist ja mit dem Drücken des Beenden-Knopfes passiert. So, da wird wieder geschubst. Und dann macht wieder der Bär das Seinige. Riskant. Er hat noch einen Reroll und das hängt alles von der Aktion hier ab. Was da mit dem Bärchen passiert, ist ja gar nicht so wichtig eigentlich. Puh. So, und da wird er nochmal blocken. Wenn irgendwas schief geht, ich stehe direkt an ihm dran. Mit Mighty Blow. Eieiei. Und ein Dodge, okay. Gut, der... Oh, der ist richtig gut. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Na gut, wir haben eh keinen Tackle mehr. Das heißt, auf Jagd gehen ist gerade noch nicht möglich. So, das hat er geschafft. Jetzt mit zwei Go-For-Its durch da. GZ, Glückwunsch. Jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, den Konter-Touchdown zu machen oder aber seinen Feuerball rauszubaiten, beziehungsweise den Blitz halt, ne? Oder einfach unglaubliches Blutbad anrichten, den ganzen Jungs, die nicht blocken können und keine Stats haben. Weil Ersatzspieler hat er ja keine und die zweite Halbzeit wird dadurch einen kleinen Ticken leichter.
Diese Aufstellung begeistert mich jedes Mal wieder. Hinten einfach so die besten Werfer der Liga. Knochenwand. So, erstmal so. Du gehst mal nach hinten. Ich glaube tatsächlich, dass ich lieber den Ghoul drin habe als das Skelett jetzt. Und tja. Die sollten wir nebeneinander stellen. Vielleicht so. Zwei, vier, zwei, vier, sechs, sieben. Ja, ungefähr so würde das passen. Aus Höflichkeit ziehen wir sie einfach zurück. Okay, mach mal so. Ist nicht ganz synchron. Die Monks unter euch haben eine zuckende Augenbraue. Oh, ich bekomme wieder einen Reroll. Sehr gnädig. So, das hat nicht so funktioniert. Womit würden wir anfangen? Hier mit so einem Mighty Blow-Ding, glaube ich. Das ist immerhin K.O. Bringt zwar gegen seine Babes nicht so richtig viel, aber besser als nichts, ne? Drei Würfel. Das ist ganz gut. Bleiben. Auch drei Würfel. Bleiben. Noch ein K.O. Wir tasten uns langsam ran an die Stellen, wo es weh tut. Was soll ich sagen? Einfach mal hier so ein Zombie-Fraggle. Du gehst mal dahin, damit sie hüpfen müssen. Probieren wir hier nochmal unser Glück. Oder halt nicht. Man kann ja auch nicht, ich meine, ne, lief ja schon ganz gut. Zwei Leute vom Feld. Ist ja nun wirklich keine schlechte Runde. So, wollen wir uns jetzt erst noch irgendwas stellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da könnten wir hinkommen. Das heißt, du dahin und du dahin. Damit wir keine allzu coole Anlauffläche für den... Wie weit kommt der denn? Kommt der ran an meinen? Ja, an den Ball nicht. Gehen wir darüber. Und dahin vielleicht. Okay. Wir haben danach noch vier Runden. Er hat noch neun auf dem Feld. Auch wenn die beiden K.O.s wahrscheinlich wiederkommen wegen der Babes. Geht es mir jetzt erstmal nur ums Feld. Und da sind jetzt nur neun. Ja gut. Wow. Er blitzt einen Bär. Drei Würfel. Und da könnte der Zug zu Ende sein schon. Da ist der Zug zu Ende schon. Thank you.
Der stört natürlich ein bisschen da, wo er liegt jetzt. Ich glaube zwar nicht, dass man so einen komischen Block machen würde, aber wäre, wäre Fahrradkette und so. Für den Fall, dass wir doch passen müssen. Oder übergeben oder sowas. So, du stehst tapfer wieder auf. Du hast mehr als nur einen guten Job gemacht. So, würden wir den weghauen und da uns hinstellen? Könnten wir da einen Cage? Klug wäre das nicht. Aber möglich. Wir ihn dahin stellen. Ihn jetzt erstmal nur hier hin. Damit er im Weg steht. Nein, dahin. Stellen wir uns doch nicht dahin, wo wir möchten, sonst wären wir wieder ein extrem gutes Feuerballziel. Haben wir noch irgendwas? Nee, haben wir nicht. Er kommt natürlich ran, vielleicht versucht das auch. Aber ich muss natürlich jetzt gucken, seinen letzten Reroll rausbaiten. Drei Runden reichen halt immer noch, ne? Und wenn ich ihn gut genug zustelle und vielleicht noch ein paar schöne Schläge reinkriege, vielleicht eine Verletzung oder so, eine Verletzung wäre noch ganz nice eigentlich. So, jetzt hat er ihn umgehauen. Jetzt hat er ein paar Spieler frei für Spökes. Den könnte er zum Beispiel machen. Der Bär trappelt erstmal nach hinten. Kantappa, Kantappa. Der läuft sich frei für einen Touchdown. Optimistisch ist er auf jeden Fall. Gelingt auch. Okay, er geht nicht auf den Ball. Doch, er geht auf den Ball, aber er springt da jetzt rein. Wow, zwischen die Mumien. Und eine 6. Natürlich. Alles eine Wonder, es sind 6er. So, jetzt kann er theoretisch sogar noch den Ball nehmen. Das wird allerdings jetzt auch nicht zwingend leichter.
Aber wir haben noch keinen Grund. Oh, ich habe einen Flying Tackle übersehen. Ja, wie gesagt, ich habe den Spieler komplett übersehen die ganze Zeit lang. Da kann ich gar nichts gegen sagen. Und noch ein Dodge. Okay. Das funktioniert und das funktioniert auch. Wir werten auf von Kategorie frech zu Kategorie sehr frech. Okay. Ja gut. Ich glaube fast, dass wir den auf den Ball drauf pöbeln müssen. Einem Spieler, mit dem ich es eigentlich nicht möchte, nämlich dem da. Das war direkt schon der beschissenste erste Wurf ever. So, einmal da drauf und folgen. Das hat die Situation nicht wesentlich verbessert. Jetzt haben wir hier aber wenigstens wieder einen brauchbaren Tudai. Gegen den Flying Tackler Abroller. Bleiben wir auch mal. Natürlich nicht. Tja. Kann hier leider noch ein bisschen Quatsch machen. Haben wir gleich wirklich nicht mehr viele Runden. Ja, der hat Ringen immerhin. Dann machen wir es lieber so. Hohoho, als hätte ich es geahnt. Das wäre ja gruselig gewesen mit der Mumie jetzt. Unfassbar. Trifft schon wieder nix. Tja. Das ist ein Stärke 2er. Der ist gar nicht so gut abgesichert gerade. Jetzt müssen wir kurz gucken. 1, 2, 3, 4. Dahin käme ich zurück. 1, 2, 3, 4. Dahin käme ich auch. Wäre noch nicht so cool. Egal, wir gehen jetzt dahin. Hoffen jetzt hier auf keine Vollkatastrophe. Folgen. Tja, was soll ich machen? Irgendwo muss ich ja hin, ne? Da kommt er genauso hin. Sogar mit dem fetten Bär eigentlich. Reroll ist raus, das ist halt das Blöde. Der kann noch ein bisschen rumgewanden. Ja, bleiben wir mal. 2, 4, 6, 8.
Der Zug war geht so. Also viel spannender als nötig durch den absolut katastrophalen ersten Block. Die zweimal Überzahl merkt man überhaupt nicht. Ich bin in Bedrängnis. Wie sechs Hobbits in einem Käfig Orks. Das ist unfassbar. Und wieder die sechs. Immer die sechs. Diesmal ist sie gelähmt. Die Betsy. Na gut, jetzt schaffen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Es sei denn, Christina übernimmt hier. Heldenhaft. Aber ich denke, er wird jetzt noch versuchen, an den Ball ranzukommen. Oh, Abraham kann ja auch noch. Komm, irgendwas muss doch mal schief gehen. Er hat noch keinen Dodge verkackt. Mit seinem einen Reroll seit vier. Endlich ist er weg. Irgendwann muss ja mal was passieren. So, das ist aber nicht der Flying Tackler, ne? Das ist einfach nur ein normaler. Und schon wieder so ein Hüpfer. Eieieiei. Also das muss man ihm lassen. Der mich hier vom Ball trennt, ist schon ganz groß. Auch wenn natürlich sehr viele gute Würfelwürfe dabei sein müssen. Ja, womit fangen wir an? Mit drei Würfeln fangen wir mal an. Wenigstens noch irgendwas zu Bruch. Endlich. Jetzt sind sie pisst. Verpasst das nächste Match. So, kriege ich es hin, dass ich den in meinen eigenen geschoben kriege? Ja. Will ich das? Weiß ich nicht. Du stellst dich auf jeden Fall hin. Das ist eine Tackelmann, du bist der Tackelmann. Aber du hast den besseren Winkel und er hat keinen Dodge. Du kannst es halt genauso gut machen. Wow. Ich hab auch Sechser. Krasse Sache. So. Jetzt kann ich da reingehen. Ich stehe das zwar da nicht gut. Also ich stehe da zwar nicht gut, so rum. Aber. 2, 4, 6, 8. Diesmal 2 nach vorne. So, kommt der noch an? Der käme noch an. Wenn er jetzt die Pille kriegen würde, käme er noch an. Stellen wir schon mal einen dran. Zumindest. Ja,
Du könntest theoretisch auf den Bären gehen, wenn du drei Hilfe hättest. Einen hast du. Mehr kriegen wir nicht hin. Das Problem ist, wenn ich da jetzt reinrenne, der scattert irgendwo hin, wo er den Easy kriegt. Zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das passt irgendwie nicht von der Weite. Wir haben noch zwei Rerolls, dann können wir es hier auch probieren. Geht ja auch nicht so ewig. Okay, der geht behindern. Auf den Ball drauf, nicht ungeschickt. Kann aber auch nach hinten losgehen. Ja, jetzt liegt er in drei Tackle-Zonen. Aber er kann ihn nochmal drauf schubsen. Nee, kann er nicht. Doch, mit dem One-Die. Hoho. Risky. Das hat funktioniert. Das auch. Probier das jetzt. Ein Jump auf den Ball. In drei Tackle-Zonen oder erst noch hier blocken. Um eine der Tackle-Zonen wegzumachen. Könnt ihr hier schräg blocken. Könnt ihr dann den da wegblocken. Dann hätte er nur zwei Tackle-Zonen. Okay, both down. Jetzt habe ich allerdings Chancen. Muss ich nur ein bisschen von dem Müll hier wegkriegen. Quasi den da zur Seite. Oder dahin. Den müsste ich wahrscheinlich hinstellen, damit das klappt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ein Go for it vielleicht. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Der könnte es auch machen und der hat Ringen. Das ist vielleicht sogar ganz gut.
er den in die Ecke bleiben. Was überhaupt nichts bringt eigentlich. So, das sind drei Würfel. Die nehmen wir auch noch mal mit. War nicht so super erfolgreich. 1, 2, 3, 4. Probieren wir es hier. Das war besser. Folgen. Zombies müssen es mal wieder vormachen. Unglaublich. So. Haben wir noch irgendwas Tolles? Wenn wir den jetzt da hinschubsen, stellen wir uns selber ein Beinchen. Wenn wir ihn da hinschubsen, wäre es egal. Machen wir die drei Würfel noch. Nö. Geht nicht. Folgen. Sidestep, ne, den definitiv auch nicht. So, probieren wir es hier. 3, 4, 5, 6, 7. Wir erinnern uns, vor zwei Spielen hat eben dies nicht funktioniert. So, jetzt ist die Frage. Das hier wären 67, 67. Das hier sind nur 67 und 83. Jetzt müssen wir ganz schnell wetzen. Oder holen wir uns jetzt noch ein blaues Auge? Jetzt können wir es probieren. Wir haben ja Tackle. Jawohl. Vielleicht lohnt sich die Gier. Ja, durch die Rüstung sind wir gekommen. Aber mehr auch nicht. Und Ausgleich in der letzten Sekunde. Uiuiuiui. So. Wieder da. Das heißt, wir starten mit zweimal Überzahl. Das ist natürlich super. Das ist jetzt der Knaller. Ja, kann er nicht mehr so aufstellen wie gehabt. Ja, genau. So, also ein bisschen anpassen jetzt. Auf jeden Fall sehr frontal. Hält mich wohl für ein langsames Team. Tschö. So, wir können die Einstellung so lassen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Da geht's hin. Wir probieren es nochmal. Vielleicht fängt dann ja diesmal. So. Dann. Ja, müssen wir jetzt ein bisschen schauen, ne? Bleiben. Haben wir drei Würfel hier. Reicht. Diesmal können wir nachrücken auch. Dann haben wir dann die immer noch. Dann haben wir zumindest beide Mumien ein Feld vor. Folgen.
zweimal durch die Rüstung. Und zum Glück für ihn nichts passiert. Zum Pech für uns. Aber wie gesagt, ich bin, glaube ich, weit davon entfernt, gerechtfertigt Jammern zu dürfen. Denn der Touchdown in letzter Runde war ja dann doch noch glücklich. Was wir nicht vergessen dürfen ist, wir haben immer noch dreimal durch die Rüstung. Wir haben immer noch natürlich auf einen Feuerball zu achten. Das heißt, die Platzierung ist ungefähr hier. Ist hier. Du läufst dich frei. Du gardest da so ein bisschen. Wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen weitläufiger machen, damit er mit dem Feuerball nicht mehr als zwei trifft. Oder, naja, drei vielleicht. So, wir haben alles gezogen. Diese Runde kann er nur sechs bewegen. Na gut, den wird er blitzen. Bait angenommen. Okay, der Bär wird von Franklin geblockt. Wuppi. Hat er geschafft. Weiß noch nicht genau, was er da möchte. Momentan sieht das jetzt sehr löchrig aus, dadurch, dass er nicht aufstehen kann. Okay, der wird geblitzt. Geschubst. Rückt nicht nach. Und gedodged. Man muss natürlich gucken, jetzt 1, 2, 3. Reicht es nur für eine 1. Einen richtigen Cage kann ich da nicht stellen. Also, das heißt, kann ich nicht stellen, aber... Gehen wir uns mal dorthin. So, der hat keinen Dodge. Dahin. Oder hier vielleicht. Nimmst du den Platz? Steht eigentlich gar nicht so kacke, außer zum Durchlaufen. Setzen wir da noch ein bisschen in die Richtung. Ringen.
Tja, das Blöde ist jetzt, dass der Feuerball jetzt wesentlich schicker geworden ist. Muss vielleicht da hinstellen so. Könnte den blitzen. Hm. So? Nee. Gehen wir dem anderweitig auf den Sack? Vielleicht. Wir waren dahin. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt hetzen. So, jetzt hat er alle 9 wieder. Das ist doof, aber... Ja, das ist halt immer ärgerlich, ne? Die 1 bei so einem Blitz. Hätte der Ball halt irgendwo hier gelegen. So, 2 Würfel, zack. Dann geht der Zombie auf die Bretter. Aber bleibt am Feld, das ist das Wichtige für mich. Überzahl halten. Jetzt gegebenenfalls die Überzahl nutzen, um ein bisschen Schaden zu machen. Da soll der Blitz also hin. Jo. Ah ne, das ist Abrollen, Block. Hä? Oh. Hä? Okay, one die. Reroll, okay. Da wollte das jetzt wissen. Ja gut, was soll ich machen? Klappt halt. So, du musst dich hinstellen. Du gehst einmal zwischen. Versuchen wir jetzt ein bisschen was besser hinzukriegen. Oh, sehr schön. Der Keil ist die noch, ist hinaus. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch einiges. Und dahin. Uns hier jetzt einbunkern. So, der Ringer mit Glück bleibt aber stehen. Der hier probiert sein Glück zumindest. Mit 3 Würfeln.
Bleibt aber. Nein, nicht die Riste. So, und du probierst es auch nochmal. Aber hier mehr in die andere Richtung. Und noch ein K.O. Langsam wird's eng. Jetzt muss er schon bald überlegen, ob er einen Apotheker für ein K.O. raushaut. Jetzt hat er noch 7 Spieler auf dem Feld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ich glaube fast, dass es jetzt schon nicht mehr deathbar ist. Außer mit einem really lucky shot. So, ne? Hier einen hinstellen, um 2 Tackle-Zonen zu negieren, da reinspringen und von da blocken. Das ist die einzige Block-Alternative, die er noch hat. Um den One-Die da rauszukriegen und dann halt gegen einen Blodger. Ich habe, glaube ich, gegen ihn noch nie gespielt. Ich weiß also nicht, ob er zum Full-Lemming-Mode tendiert oder nicht. Aber das sieht jetzt eher nach einer relativ vernünftig passiven Defensive aus. Auch wenn jetzt mit 7 Mann, wie gesagt, das ist... haarig. Er muss mich im Prinzip jetzt irgendwie unter Druck setzen, damit ich den Touchdown schnell mache. Dann hat er noch eine Chance, weil er kann 3 Leute wieder reinwürfeln. Ich habe ja nur einen verletzt bisher. Das heißt, auf 10 Spieler könnte er wieder kommen mit dem Babe. Versuchst du das hier reinzuspringen? Nee, ich glaube nicht. Nee. Hier am Block. Aber, nee, ich glaube, es gibt keinen, auch wenn er jetzt noch überlegt. Es sei denn, er ist gewillt wieder. Oh, hier hinten hat er noch einen. Da hat er noch einen, der könnte es natürlich machen, obwohl der hat nur Stärke 2, ne? Und da geht jetzt auch mal ein Dodge daneben. So, da haben wir einen talkenden Eierbär. Verfolgt einfach mal den Kollegen da. So, der Ringer blockt mal. Bleibt aber stehen. Wollen ja nicht rückwärts. So, die Frage ist, gehe ich jetzt Kopf durch die Wand Style? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oder versuche ich hier durch die Mitte zu kuppeln. 1, 2, 3. Zack. Einmal darüber bleiben. Dahin. Thank you.
Müssen uns nicht beeilen. Vier Felder Raumgewinn reichten völlig. Gehen wir jetzt dahin, damit kein Feld mehr existiert, wo er an den rankommt. Wie gesagt, mit einer ganz krassen Bären-Action geht wahrscheinlich noch was. Aber ansonsten glaube ich, solange die Mumien rechts und links vom Ballträger stehen bleiben, kriegt er da keinen Tudai mehr auf die Kette. Okay. Kann jetzt einen Ghoul töten, wenn er Glück hat. Rüstung 7 gegen Mighty Blow ist nicht so geil. Abraham ist verletzt. Hoffen wir mal auf nichts Schlimmes. Keine langfristige Auswirkung. Vor allem, warum sticht denn Abraham dahin? Bin ich dumm? Ah ne, das ist er gar nicht. Ich hatte jetzt seine Stats im Auge. Also, naja, nicht im Auge, aber im Blick. So, ein Hüpfer. Die Frage ist, ob er mich jetzt damit versucht zu bringen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich könnte nämlich jetzt einen Touchdown machen, aber habe natürlich relativ wenig Lust dazu, muss ich gestehen. Aber du kannst da unterstützen. Ein bisschen Assist auf The Bear. Bleiben. Jetzt habe ich natürlich mein eigenes Gedöne da gebrochen. Jetzt habe ich nicht mehr zwei Mumien neben ihm stehen. Eins, zwei, drei, vier. Aber gut, immer noch ein brauchbarer Cage. Also besser, als ich das sonst tue. So, jetzt ist die Frage, will ich da blocken? Denn der hat Block. Oder will ich da blitzen? Wir blocken erstmal. Reicht ja. Habe ich die Rüstung auch noch? Gut, dann stellen wir ihn Stack 2. Den könnte man natürlich noch andingsen. Du auch. Nö, so nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Noch bleiben. So, wir stehen etwas offener da als eben. Er kommt also ran und kriegt theoretisch auch einen ganzen Würfel. Allerdings nicht mit den drei Hoppelnasen, die aufrecht stehen, sondern nur mit dem, der da liegt. Oder dem Bär.
Okay, die hoppeln alle, wenn sie stehen. Ja, das sieht nicht so aus, als würde man das wollen. Okay. Die Frage ist, warum will er... Ja, okay. Aber, nee. Obwohl, ja... Er steht halt im Weg ein bisschen, ne? Aber ich weiß immer noch nicht, was... Achso, jetzt will er dann doch an die Tackle-Zonen ran. Aber dann Double Red Die. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Selbst mit Reroll. Zumal ja wirklich nur ein Ergebnis dann überhaupt zum Erfolg führt. Es muss also eine Doppel-6 sein, damit das Erfolg hat. Das halte ich statistisch für wenig Gewinn bringt. Oder er macht's mit dem. Passt aber nicht. Da ist der Hüpfer. Oh. Viktor Polonin ist gelähmt.
alle außer Range oder auf dem Rücken oder sonst wo. Sei denn natürlich die Mumie verkackt jetzt doppelt. Dummkopf auch noch. So, das ist jetzt Schadensbegrenzung. Er bringt seine Spieler in Sicherheit. Würde ich auch so machen. Frage ist, ob er noch einen letzten Anlauf macht mit ihm hier, aber ich glaube nicht. Ich würde es nicht tun an seiner Stelle. Die beiden Felder sind von ihm gedeckt. Die drei Felder und das vierte eigentlich auch sind von ihm gedeckt. Okay, er könnte jetzt noch auf den teuren White kann er natürlich noch gehen. Ja. Bessere Chancen hat er allerdings. Ey. Irk. Wow. Knapp. Also mit dem Bär versucht das. Danken. Denn er kriegt dann noch einen Anstoß. Der da hinten ist relativ nutzlos. Jetzt mal den an. Den, der es nötiger hat. Ding. 2-1. Und zack, ab in die Kamera. Immer wieder erfrischend. So, unser verletzter Ghoul bleibt verletzt, sein verletzter Dings bleibt verletzt. Die kommen alle wieder. Thank you.
Bitte zügig jetzt. Na gut. Wenn man an der Stelle nicht mehr den größten Bock hat. Bisschen prügeln. Drei Blocks, ein Blitz. Zack. Jetzt legt er auch los. Mit dem Frust im Magen. Ein Blitz gegen das Skelettchen. Funktioniert. Bist du drüben? Nee. Und der Bär macht noch einen gegen den Ringer. Klinkeln eingestellt. Nicht böser. Jetzt noch einen Pass. Mit 15. Das kann durchaus gelingen. Okay. Das war's. Ich hoffe, ihr kriegt den ersten Teil der Aufnahme irgendwie wiederhergestellt, weil normalerweise, wenn Blood Bowl mit so einem Bluescreen abstürzt und Fraps dadurch gearscht ist, passiert da nicht viel. So, wir bestätigen das einfach so. Wir müssen uns ja sonst eh wieder nur entleeren. So, Moloch hat den Aufstieg. Das ist natürlich schön. Eine Mumie mit dem zweiten Aufstieg. Kann man dann jetzt entweder standfest oder irgendwas Schönes nehmen. So, statistisch hatten wir sehr viel mehr Ballbesitz. Das war natürlich ganz klar. Hatten sehr viel mehr Tackles. Aber wie gesagt, hauptsächlich K.O.s. Da hat er natürlich Glück gehabt, ein bisschen. 13 Starspielerpunkte gegen seine 13. Das ist ausgeglichen. Und bei den Würfelwürfen sieht es bei uns gar nicht so richtig gut aus, aber auch nicht so richtig schlecht. Blockwürfel sehen fantastisch aus. Bis auf die Both Downs gegenüber denen hier. Da ist schon eine kleine Diskrepanz, aber die haben wir hier in die andere Richtung, also alles gut. Frog Life hat das genauso. Also auch sehr viel mehr Sechsen als Einsen, aber dafür auch sehr viel mehr Both Downs als Fünfer. Und bei den normalen Würfeln sieht es bei ihm ausgeglichen aus, würde ich sagen. Also die 6, die er hier mehr hat, hat er da, dafür wieder weniger. Das ist alles ganz okay. Hier ist natürlich immer wichtig, dann 3, 4 ist zwar derselbe Schnitt, aber die 4er sind natürlich deutlich besser als die 3er, gerade wenn man hier irgendwie durch die Gegend häuppeln will und ausweichen will, ne? Dann sind halt die 4er immer, ich hab's geschafft. Selbst in der Tackle-Zone, und die 3er sind immer so, Glückssache. Gut, ich erlöse euch dann auch jetzt ein bisschen. Jo, ich würde sagen, das ging mit rechten Dingen zu. Das war jetzt weder monströs überglücklich auf der einen noch auf der anderen Seite. Und dann kommen wir noch natürlich zu dem Aufstieg der Season. Moloch, der am letzten Spieltag nochmal einen rausgerockt hat. Eine 9 ist natürlich nicht viel. Wie gesagt, mein Ansatz wäre standfest. Oder schweres Gerät. Sollten wir jemals auf die Idee kommen, mit Mumien zu blitzen oder Tackle durchbrechen, um so ein bisschen dodgen zu können. Also ich würde sagen, die beiden sind okay, wobei standfest mir gerade ein bisschen besser gefallen würde. Greifen wäre natürlich witzig, sollten wir jemals auf die Idee kommen, so einen Quatsch wie One-Turns probieren zu wollen, weil damit kann man auch ohne die gegnerische Verteidigung zum Laufen jemanden in eine Lücke reinziehen. Aber das jetzt schon auf dem zweiten Skill zu machen, ist, glaube ich, albern. Also wie gesagt, standfest wäre mein Favorit, Tackle durchbrechen wäre ein witziger Außenseiter, greifen wäre für später und schweres Gerät wirklich nur im Notfall. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bis dahin, ciao, ciao, euer Ugruz.